Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast Whistleblower, dem DLC dieses extrem coolen Psycho-Games. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich, und da übrigens herunten seht schon ein kaputtes Funkgerät. Ja, wir wollten einen Hilferuf absenden, aber leider Gottes ist der Freak da gekommen und hat uns, ja. Wisst ihr Bescheid, habt ihr alles gesehen und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin schon so spitz wieder, weil ich es einfach wissen will, aber ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst, so ehrlich bin ich. Und es geht schon wieder los. Warum? Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Na, nicht sag, der Butcher. Der Butcher. Der Butcher ist da. Der Butcher. Verdammte Scheiße, warum, warum? Was ist da los? Also das fängt ja gleich gut an. Das fängt ja gleich super gut an. Tschüss, mach zu, mach die Tür zu. Du Freak. Wo muss ich hin? So, und schnell da durch mal. Das fängt ja gleich gut an. Aber da kommt er nicht durch. Der lebt ja auch natürlich noch. Wir sind ja. In der Vergangenheit. Wir sind ja in der Vergangenheit. Ah, es war so ein schönes Ableben von ihm im Hauptspiel, ne? Wisst ihr noch Bescheid? Wie der Wallrider, wie er es ihm ordentlich besorgt hat. Aber so richtig. Wow, war das schön. Was war das für eine Genugtuung? Allerdings, ja, wir sind ja da ein bisschen. Ich wollte mich da umsehen ein bisschen. Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen, ja. Aber ich bin so krank, ich gehe jetzt noch einmal zurück. Also jeder andere Spieler würde das nicht machen. Allerdings ich schon, weil ich dämlich bin. Weil ich einfach, ich will mich da noch. Da ist doch sicher noch irgendwas, oder nicht? Ich könnte so viel verpassen. Oder auch nicht. Liegt da nicht irgendwas batterietechnisch oder. Ist der. Ist er. Der ist eh weg schon, oder? Ich will. Und wenn er wirklich nochmal kommt, dann kann ich ja weglaufen. Ich weiß ja den Weg mittlerweile. Oder? So, da. Ich bin so krank. Wieso mache ich das? Okay, da ist jetzt eh abgesperrt. Warte, ist er. Warte. Ich weiß, ich bin dämlich. Warum mache ich es denn? Warum mache ich es denn? Ist da? Da ist keine Tür. Ja, ich weiß, jetzt sterbe ich. Ich weiß, ich wollte nur schauen, ob da was war. Vielleicht liegt ein Dokument. Ich will es euch ja nur vorlesen. Ich mag es ja nur für euch. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. War eh nix wahrscheinlich, ne? Ich gehe nicht mehr zurück. Versprochen. Was ist mit ihm los? Du warst. Da geht sogar rein, okay? Gut, dann ist das der Hauptweg sein. Dann schaue ich aber da noch schnell. Der hat wieder die Brücke gemacht. Geht's da? Da geht's auch. Allerdings ist das nur. Der lebt sogar noch. Ja, so wird es sein, mein Freund und Zwetschgenröster. Gut, Jo, boah, dann geht's eh da weiter. Ach Gott, ich wollte ja nur schauen, noch einmal. Du, was? Du bin. Ja, der hat's wohl mit der Grammatik, ne? Der bärt's ein bisschen. So, wir können da kurz mal nachschauen. Runter, 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 runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht. Moment. Das ist der. Das ist der Priester! Ja, freilich! Das ist der Priester!
Jetzt erkenne ich ihn erst. An seinem coolen Outfit. Das ist der Priester. Aber er kennt mich nicht, weil ich ein anderer bin. Weißt du Bescheid, ne? Ich bin ja, das war ja vor der Zeit. Das ist der Priester. Okay, wir lesen. Hey, cool. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei einem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Das ist ein lieber Ausdruck für eine Person, ja? Ein inhumaner, giergetriebener Moralgenozid. Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen, ja? Das ist meine letzte Chance, weil der Freak, ne? Muss ja das kaputt machen, das Arschloch. So, aber ja, immer wie heißt sie, wie habe ich immer gesagt? Wo? Lisa, die Lisa. Ich hoffe, ich sehe meine Lisa wieder. Und ich hoffe, ich kratze nicht auch ab wie mein, ja, folgender Protagonist. Ja, dann werden wir eh da runterspringen, wie es das Spiel halt will. Aber vorher schaue ich da noch schnell, aber da ist eh nichts mehr gewesen. Nein, da ist eh nichts mehr gewesen. Gut, dann springen wir da mal runter. Ah, ja, ich sag das. Ist ja gleich wieder was, ne? Da geht's raus, wie es aussieht. Oder da, was ist da? Schauen wir da mal rein. Oder geht's da weiter? Sag mal, da waren wir ja... Das kenne ich. Da waren wir schon mal im Hauptspiel. Den Bereich kenne ich. Da sind wir mal verfolgt worden. Ich kenne mich da wieder aus. Hey, da liegt was. Hätte ich es fast nicht gesehen. Sie waren wieder überschüttet mit Dokumenten. Abgehender Profit. Von Jay Blair. Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer, unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabletten lesen. Und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch, wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Tschör. Das ist Wahnsinn, ne? So, jetzt müssen wir schauen, da müssen wir dann wieder zurück. Mehr ist da, glaube ich, nicht. Jo, du bleib da drinnen. Und du bist auch später noch da drinnen. Das weiß ich. So. wo müssen wir dann? Aber wirklich, dann sonst geht's dann, da geht's nicht rein. Geh mal da ins Exit. Das sind alles bekannte Bereiche. Da waren wir. Da hat dann irgendwann viel später oder in ein paar Wochen oder Tagen oder ich habe keine Ahnung, hat der eine den abgemurkst da. Da sind wir gestanden. Da war diese Glaswand hier blutverschmiert.
Weißt du Bescheid? Da war ich schon mal, obwohl ich noch nicht da war. Also ich sowieso nicht, aber ich weiß Bescheid. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es ist voll interessant und cool, dass wir da wirklich noch in Bereiche kommen, die wir auch wirklich kennen. Eine Batterie? Ein Batteriechen? Jo. Sonst, jo. Gut, jo. Dann war das sonst, glaube ich, nichts. Und ich schaue nur schnell, jo. Da kommt man, da war nicht abgesperrt im ersten Teil, also im Hauptspiel. Da kommt man weiter. Und jetzt müssen wir hier gehen. Das ist neu oder anders. Geht's da rein? Nein, ist abgeschlossen. Was speichert? Ist der Butcher wieder wo? Der Butschi? Wo ist Butscheleinchen da wo? Ich hör was, irgendwas verfolgt mich. Ist der Butcher wahrscheinlich? Komm, spring, du Freak. Wo soll ich hin? Immer geradeaus, der Butcher. Butschi, bleib wo du bist. Bleib, wo, da geht's raus. Spring! Oh, jetzt lädt's auch noch nach. Bin ich draußen? Was ist jetzt passiert? Wo, hallo? Leb ich noch? Hallo? Ladebildschirm? Musste ich da eh raus? Hat sich das. Ja, ach Gott sei Dank, ich dachte. Es ist. Aber es schaut aus irgendwie, wenn der Tag bald anbrechen würde. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Wo bin ich jetzt? Ah, von da. Alles klar. Gut, dann. Jetzt bin ich wieder in einem Außen. Ich will ja gar nicht draußen sein. Da ist es kalt, mir friert. Blasfußig bin ich. Ich werde mir ein ordentliches Blasenleiden zuziehen. Ich spüre das schon. Da wird es dann wieder brennen beim Urinieren. Führt mich oben, Esner. Wo sind wir da jetzt? Soll ich da wieder rein? Geht's da überhaupt? Ah ja, was war jetzt? Das war ja offen, oder? Das ist eine komische Animation. Habt ihr das gesehen? Wie wenn es sehr offen wäre. Okay, na gut. Ist ja sehr wurscht. Hat aber gut ausgeschaut, ne? Offen, aber doch nicht. Auch. Doch auch nicht. Doch nicht auch, doch auch nicht. So, wohin des Weges? Ich weiß es nicht. Aber da waren wir schon mal, oder? War das nicht der Innenhof da, wo die da Baseball, sage ich, Basketball gespielt haben? Da dürfte es rausgehen. Wirklich wahr. Warte, aber da schaue ich noch mal ganz kurz vorher. Es ist schon grauslich. Einfach nur grauslich. Wir haben 13 Minuten, wir machen noch so eine Viertelstunde ungefähr. Dann gehe ich mal da rum. Ja, da waren wir ja noch. Und natürlich mache ich hinter mir wieder zu. Man weiß ja nie. Ist da. Das hat jetzt ausgeschaut, wenn da gestanden hätte. Hallo? Batterie. Wie viel habe ich überhaupt noch? Vier noch. Puh. So, wird es da wieder ein bisschen lichter. Ein bisschen. Ein bisschen, kann ich da? Da kann ich wahrscheinlich durch. Muss ich auch. Aber ich schau da noch schnell, kann ich da? Da muss doch was liegen, oder? Da liegt nichts. Gut, dann schauen wir, ob wir da rein können. Ja, wirklich wahr. Wir sind ein Wahnsinn, sind wir. So, und da jetzt unten durch. Ups and Downs. So. Dann geht es hier weiter. Oh, der Zaun ist elektrifiziert, sehe ich gerade. Das könnte schmerzhaft werden. Da geht es auch weiter. Da geht es auch weiter. Okay, da gibt es jetzt drei Möglichkeiten und noch mehr. Ja, ich glaube, ich greife da besser nicht hin. Was soll ich? Wollt ihr einen Spaß? Na, ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Schaut nicht so aus, wie wenn es da weitergehen würde. Also da geht's lang und da geht's lang. Soll ich da mal reingehen oder soll ich. Aber da wird es eh nicht weitergehen. Na, da liegt aber was. Den Spaß wäre schon wert gewesen. Wenn ich da kurz mal. Aber na.
lassen wir's. Ein Dokumentchen, töte uns. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Super, gut. Okay, da Notizen gibt's eh nichts Neues, passt. Was ist das? Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir da lang. Warte, schon wieder. Pinoy. Ah. Los Batterios. Und sonst nichts. Kommt man da? Na, da kommt man nicht. So. Ich bin sehr ruhig momentan, weil ich bin concentrated, denn ich habe Angst und ich bin, ja, durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin komplett durch. Ja, das ist Wahnsinn. Ich verstecke mich mal, habe ich gesagt. So. Der Butcher kommt ja auch noch. Die ganzen Freaks sind wieder da. Die komplette Freakshow. Aber zumindest vom Anfang, der komische Kannibale, der ist weg. Ja, der wird wahrscheinlich. Der Kannibale wird jetzt wahrscheinlich mit dem Doktor um ein Bier gegangen sein. Oder sowas. Weil die zwei sind ja wahrscheinlich gute Bros, ne? Homies, oder wie sagt man da? Ich habe keine Ahnung. Die Jugendsprache, ich kenne mich da zwang aus. Ich will halt auch immer mitreden, aber ich glaube, ich gescheite lass. Was sind das für Geräusche? Na, oder? Was? Also der hat eine Nagelfeile in der Hand und feilt sich die Nägel, gell? So, um das geht's da gerade. Der feilt sich nur die Nägel. So. Das Spiel ist so krank, Mann. Das ist einfach nur krank. So, was muss ich da jetzt mal? Sicherung ausschalten. Schocker-Trophäe erhalten. So. Oh Gott, das ist so. Wow. Ja, Nägel feilen. Ist halt so. Wo muss ich jetzt? Muss ich jetzt wieder zurück? Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss. Es kann nur länger dauern. Egal, wir gehen da mal. So, und jetzt sollte da vorne der Strom weg sein. Scheiß Wichser. Entschuldigung, ich muss sagen. Gut. Aha, es wird eine Aufzeichnung. Ich bin schon zu weit gelaufen, ich wollte da eigentlich schauen. Aber es ist wieder da. Ich gehe da mal. Schauen wir mal. So ein Wichser-Freak. So, kann ich da High Voltage? Nein, ich kann nicht, ne? Aber ich dachte, ich hätte da abgedreht. Ich will jetzt nicht nochmal runtergehen. Schauen wir mal. Es ist ja irgendeine Notiz. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft, noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen.
Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Muss ich jetzt da noch einmal runter, oder was? Ist das jetzt wieder an? Nicht, oder? Da gehen wir mehr rein. Da gehen wir mehr rein. Ist jetzt da, kann ich da jetzt rein? Ist da jetzt was? Nein, es ist nicht. Ich will nicht nur mal bei dem Wichser durch. Ah, da ist jetzt offen. Oder ist das? War das vor? Ich hab. Nein, das bringt mir nichts, ne? Das bringt mir gar nichts da. Oh, ist da unten jetzt? Muss ich. Moment, ich schau da mal. Na, da ist zu. Gruzi! Gruzi, Nesa! Das ist gerade die Batterie auch nochmal. Ich schau nochmal. Na, aber das. Hä? Da ist zu. Da war er. Ja, tut, er werkt immer noch. Der werkt immer noch mal dumm. Den höre ich bis außen. Was? Doch nicht. Doch nicht? Der ist. Okay, dann doch nicht. Da ist jetzt was passiert. Irgendwas. Der ist dann doch. Also, Leute. Jetzt wisst's. Zu viel ist auch nicht gut. So, jetzt ist aber jetzt wirklich ausgeschaltet mal, oder? Ist das der Wichser? Ist das der Wichser höchstpersönlich oder nicht, oder? So, jetzt schon weg. Kann ich. Haha, tschüss! War das der Wichser? Ja, ist das aus, oder? Ist es. Ja, Strom ist weg, ne? Kann ich da jetzt rein? Und? Zumachen. Mach zu, du Freak. So. Ach Gott, nein. Okay. Ich glaube, ja. Kommt der da? Ja, er ist da. Ja, er kommt doch, ja. Okay, was muss ich hier? Ich kann mich nicht einmal umschauen, weil ich keine Zeit habe. Alter, der Freak, dass ich. Er ist weg. Er ist doch weg. Mann, 22 Minuten haben wir. Okay, er ist doch weg. War das jetzt. War das ein anderer oder war das der Wichser? Also wir haben wieder einen neuen dabei, ja. Jetzt haben wir schon im Butcher, jetzt haben wir im Pfarrer, in Kannibalen, die Eiermänner, also die Hodensäcke und jetzt den Wichser auch noch. Und den, habe ich den Doktor schon gesagt? Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr. Mittlerweile schon so viele. Das ist eine richtige Freakshow, wie gesagt. Eine Freakshow bis zum geht nicht mehr. Da ist alles dabei. Alles haben wir da dabei. So, aber da ist ja sonst. Wo bin ich? Wo bin ich da zum. Na, Wallrider auch noch, oder? Ich. Ist das der Wallrider? Wo bin ich da? Um Himmels Herrgott's Wille, noch einmal. Boah. Das ist ja Wahnsinn alles. Also dieser Part ist wieder extrem, ne? Aber der Progress ist ja unvorstellbar, meine Lieben, gell? Ist der Progress. Also da geht halt schon was weiter. So, ich glaube, da unten muss ich weiter. Ah, Batterie haben wir da. Und es ist interessant. Und immer neben jeder Batterie liegt ein Funkgerät. Neben jeder. So. Ja, wir müssen da oben. Hilft nichts. Hilft alles nichts. Ich mach da mal zu. So, wir werden den Bart dann eh bald beenden auch. Ups. Ah, hinunter in die Kloake da. Ich will ja gar nicht wissen, wie oft da schon. Was war da jetzt schon wieder? Also schmeißen die da lauter, weiß ich nicht. Was war das wirklich? Sowas war schon im Hauptspiel einmal. Da fiel auch mal was ins Wasser runter. War schon wieder eine Leiche von oben wo, oder? Ist der Wichser noch da? Also das Spiel ist wirklich ab 18, muss man schon sagen. Also. Obwohl, in der heutigen Zeit, ich meine, es ist oft teilweise, wissen oft die Kinder im Kindergarten schon mehr als ein Erwachsener. Ne? Ist ja krank oft teilweise. Ne? Die können dich aufklären oft dann. Ne? Da klären die Kinder aus dem Kindergarten, klären die Erwachsenen oft dann, die Eltern. Ne? So, wir haben wieder eine da.
Ja, da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Ja, geht eh nur den einen Weg dann. Das habe ich immer am liebsten. Aufpassen, dass ich mir da etwas aufreiß. Ich will nicht mehr. So, wir lesen gleich. Ein leichter Ausweg. Ja, so leicht ist der Ausweg nicht. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Aber er ist schon eher negativ eingestellter Typ, den was ich da spiele. Der ist immer nur pessimistisch. Ja, komm eh nicht mehr zurück zu euch, ich werde sterben. Also, Optimist ist das keiner. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Ne, das war vielleicht ein kleiner positiver Ansatz, aber sonst ist er ja immer nur, ja, er stirbt eh und ach Gott, ne. So, können wir da jetzt rein? Obwohl, wahrscheinlich wird es eh dann so passieren am Schluss. Wird wahrscheinlich nicht anders sein als im Hauptspiel. Mal hoffentlich überlebt das. Ach, bitte wäre das schön. Bitte. Zumindest einer die Wahrheit ans Tageslicht bringen kann, was da wirklich abgeht. Sonst bleibt es ewig ein Geheimnis, ne? Ja, geht die Wahrheit dann hier verloren. Keiner wird's rausbekommen. Also, der Whistleblower wird seine Aufgabe nicht vollenden können. Ich hoffe aber doch. Ich hoffe aber doch sehr stark. Man muss die Wahrheit ans Tageslicht bringen. So, ich glaube, da liegt eh nichts. Was gehe ich denn immer hin und her? Was gehe ich denn immer hin und her? Okay, Leute, wisst ihr was? Das ist ein guter Zeitpunkt hier zum Abspeichern. Weil da geht es jetzt darauf und es wird sicher nicht leichter und es wird einfach nur alles. Ja. Ich bin übrigens auch Pessimist, aber nur hier im Spiel. Okay. Gut, das soll es dann mal gewesen sein. Outlast, Whistleblower, das coole DLC, muss man wirklich sagen, wird hier mal kurz gecuttet und das nächste Mal geht es dann hier munter weiter und da hoffe ich, ihr seid wieder dabei und vielleicht haben wir Glück und sehen den Wichser wieder. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.